Okay, Moment. Da das im Kreis führt, gehe ich mal hier bis zur Kante. Fall ja auch nirgendwo runter, ne? Ach, das ist hier hinter, okay. Das war noch was. Bonbon, okay. Ah, hier ist auch Sackgasse, also das ist gut zu wissen. Ja, zu spät als nie. Das muss die Leiche des Bärenschulenhexers sein. Und hat gegen einen Riesendosenfüßler verlangt. Oh! Junot von Belhavens Tagebuch. Gelbe Rüstung. Ach, zu langsam. Jetzt hätte ich rote Rüstung. Rotes Färbemittel bekommen. Okay. Verdammt, ich hätte diesen Auftrag nicht annehmen sollen. Ich weiß noch immer nicht, mit was Herrn Manzech zu tun hat. Lappen. Ich wusste es von Anfang an. Wie töricht von mir, mein Geld für die Rüstung zu verwenden. Elfen lieben es, die Leute um ihr letztes Hemd zu bringen. Und diese Knicker auf Tufo sind kein Deut besser. Aber was bringt es, mich selbst zu bemitleiden? Die Rückkehr ist sinnlos, solange ich keinen vollständigen Satz Ausrüstung habe. Tja, wenn einen das Glück einmal verlassen hat, ich werde einen Weg finden. Verdammt. Kurz auf die Uhr gucken. Okay, ist kurz vor vier. Er hätte das Risiko nicht eingehen sollen. Muss wirklich scharf auf die Rüstung sind ja auch geil, das gebe ich ja zu, aber trotzdem nicht Sinn der Sache. Skellige Wings. Hier ist nichts. Hier kommt doch bestimmt noch was. Bossfight. Hättest du nicht mitgerechnet, aber wir haben trotzdem einen für dich. Ist das riesig hier. Und hier ist nichts drin. Also in erster Linie nichts Böses vor allem. Färbemittel für Schwarzrost. Oh. Hübsch. Kann man mal machen. Hier geht's nicht weiter. Immer diese Hinweise. Ja, und dafür brauche ich diese ganzen Sachen und die sind echt scheiße zu kriegen. Ich bleibe jetzt einfach bei der roten Rüstung und scheiß mal aufs Umfärben. Ist auf jeden Fall eine Hülle. Hier muss ja irgendwas Größeres gelebt haben. Vielleicht kommt hier noch eine Quest. Oder war ich. Nee, hier war ich ja noch nicht drin, sonst hätte ich ja alles tot gelootet. Hier wäre ja nichts mehr drin. Ich kenne noch mein Lootverhalten. So viel Saphirstaub. Sowas brauchte man echt alles für den ganzen Scheiß. Also wirklich so völlig sinnlos zusammengewürfelte Sachen im Endeffekt. Auch nichts drin. Naja, war wahrscheinlich fürs Ambiente. Das heißt, ich komme nicht mal rüber zum Höhlenausgang. Den ganzen Weg jetzt zurücklatschen, das ist ja mal richtig kacke. Ja, da komme ich auch nicht durch. Also ein Scheiß. Na gut. Aber gut, so weit war das jetzt doch nicht. Da war ich mit Loot mehr beschäftigt als mit irgendwas anderem.
Machen wir jetzt nächstes Katze oder Greif. Fort Ussa. Bastoi-Gefängnis. Das Manticore, nö. Das war schon Bartholomä. Rennen wir mal zurück zur Burg. Schauen wir mal. Also die Pferdeausdauer. So alle 20 Sekunden mal einen Millimeter weniger. Geht schon voll klar. Ich muss euch sagen, mit der Farbe geht schon. Also hätte ich jetzt noch irgendwie. Hätte ich meine Rüstung blau, rot, weiß gefärbt. Der Greifenkopf passt da irgendwie auch zu mit dem Blut. Ne, Moment, ich muss ja zum Grünen. Ich muss ja gar nicht in die Stadt rein. Sondern das Dorf. Dorf ist da ein bisschen smarter. Das ist es schon. Manche Wegweiser sehen echt unscheinbar aus. Posten. Hier habe ich schon mal irgendwas gemacht. Hier ist auch alles gelootet. Ja, Moment. Da war ein Fußspuren. Ich glaube, ich war hier schon mal. Keine Ahnung. Also klar, hier war ich schon mal, aber auch mit Sinn. Mit einem Grund. Bin ich einfach stumm vorbeigerannt. Schön, dass ich die Mauer erst so spät gesehen habe. Wo ist denn hier der Eingang? Den Eingang jetzt auch komplett übersehen oder was? Bei meinem Glück. Hä? Ach, hier! Schön dran vorbeigerannt. Kommst eh nicht rein, muss rüberklettern. Vorsicht, großer weißer Schrecken, Gefahren zu nicht weitergehen, Kompensation für Schäden am Leib, Leben und Besitz bei Graf Boris de Salvarez. Ich muss einen Weg hineinfinden. Och, meine Fresse. Ja, das ist mir nämlich vorher schon aufgefallen. Banditen. Na ihr? Dafür brennen jetzt immer nicht mehr alle so lichterloh. Hat mein Igni deutlich geschwächt, aber ich glaube, das war eine schwächere Verzauberung, deswegen habe ich es nicht nochmal genommen. Ich glaube, das war nicht nur eine Stufe 2 Verzauberung, ich habe jetzt die Schadensreflexion. Das heißt, wenn ich sie treffe, passiert mir nicht viel. Wenn sie mich treffen, passiert ihr trotzdem was. War doch ein guter Gedankengang, oder? Ja. Du weißt, schlecht. Ich packe es einfach nicht bei Majorans Wunden. Beruhige dich, es ist vorbei. Ist das der Graf? Ich danke dir, Herr. Vergib, dass ich außer Fassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Händler? Durch die Blutpfützen gestapft. Das Anwesen sieht verlassen aus. Gehört es dir? Ich bin eher der Verwalter. Auf Weisung des Schatzministers soll ich als Hausmeister für die Liegenschaften des Grafen Delaunay sorgen. Er wird vermisst. Aber mich hat niemand gewarnt, dass die Villa Vedette eine Räuberhöhle ist. Ja, das ist ummauert, wa? Jedenfalls wahr. Dank deines Heldentums, Meister Hexer.
Ich suche Schriftrollen und Manuskripte mit Schemata für Hexerausrüstung. Hast du sowas zufällig? Ich habe die Waren noch nicht inventarisiert. Ich bin gerade erst eingetroffen. Und dann kamen die Banditen mit ihrem Terror. Aber du kannst dich gerne umsehen. Danke, Dylan. Was hast du denn zu verkaufen? Bin ich mal gespannt. Nur Schrott. Läuft. Danke, bis dann. Noch der Risskampfmucke. ZSP Matt. Nope. Ah, Befehle für Ruben und die Schlüssel für die Villa. Ruben, irgendein Büromensch vom Hofe der allerdämlichsten Herren hat bei der Villa Vedette herumgeschnüffelt. Ich muss wohl nicht klären, dass, was mir daran missfällt. Wie? Achso, das sind die Schlüssel wahrscheinlich fürs Haupttor, nicht für das Haus. Oder wie sehr? Geh, finde ihn und töte ihn. Verbrenne das Gebäude. Wenn jemand bei ihm ist, aufhängen. Keine Vergewaltigung, keine Fehlung. Reiß dich zusammen. Komm danach direkt zu dem Arthach-Ruin zurück, denn ich habe noch einen Auftrag für dich. Ah, Strang. Das sind wahrscheinlich die nächsten drei. Also wir finden hier jetzt bestimmt drei und finden dann in dieser anderen Festung auch nochmal drei. Achso, das war einmal alles. Jo. Gut, komm ich nicht hin. Aber wenn man das hat gleich keine Probleme macht. Stand da gerade Matschklumpen. So, Tür ist offen. Erinnert mich gerade ein bisschen an Red Dead Redemption. Soll ich mich so vorangreifen und da ist ja noch so eine große Tür. Pinot Noir. Kästchen oder Käse? Nicht ganz mitgelesen. Geh hinten raus, soll ich nicht. Hoch. Kann ich. Das ist ja aufregend hier oben. Oh, hier so, wie so Kinderzimmer oder Gästezimmer so unterm Dach finde ich eigentlich echt ganz cool. Eigentlich mal machen. War ich hier schon drin? Warte doch mal hinter dem Bild, das muss ja dann auf der Rückseite vom Bild hängen. Brief an Bartholomé de Lune und die Großmeister Katzenausdauer. Lieber Bartholomé, ich habe deinen Brief erhalten und freue mich überaus, dass du eine Lösung deiner Probleme gefunden hast. Der Hexer, den du beschreibst, kommt mir in der Tat gefährlich vor und du hast ja immer gesagt, dass sie alle Mutanten und kaltblütige Mörder sind. Dennoch meine ich, dass du sein Angebot annehmen solltest. Wenn du so schieberst, tatsächlich eine Revolution in der Rüstungsspielerei bedeuten, kannst du nur, nicht nur den Auftrag der Herzöge erfüllen, sondern auch recht viel Ruhm einheimsen. Und das ist dir das Wertvollste, wie ich weiß. Es ist ein kluger Zug, die Banditen in den Ruinen des Arthach-Palasts um Schutz zu ersuchen. Wenn die Ritter sie nicht klein gekriegt haben, wird das wohl auch kein Hexer nicht gelingen. Bösewicht und Talunken respektieren einander schließlich. Sei dennoch äußerst vorsichtig bei diesem Treffen. Banditen und Hexern kann man nicht trauen. Es grüßt dich deine Belinda de Lune. Es grüßt dich, das klang nicht nach Frau, sondern irgendwie so nach Schwester. Also ist der Palast gut. War ja wohl auch halbwegs offensichtlich. Lauf, Plätze! Wo zum Teufel ist der? Oh, Banditenfestung. Hansebasis. Übrigens mit diesen Hansebasen habe ich das versucht früher, vorher mit den Achievements.